So, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Hey, hier drüben! Machen Sie auf! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp. Das Tor auf machen! Das Stopp! Tor auf. Verschwendung, Junge! Ja.
du schon besser machen, Junge. Du bist jetzt Teil der Familie. Habe ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße!
mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder.
Freundinnen. Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als es auszubeißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer... Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst.
Wenn du sie findest. Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Hier drüben, Mami. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen? Dieses Haus hat mehr gesehen, als ich mir vorstellen kann. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Komm nicht hierher. Bleib genau da, du kleines Miststück! Ja! Geh zurück auf dein Zimmer, sofort!
Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aussetzen. Ich weiß, dass sie etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesen Ethan anstellen willst? Nicht hierher. Werde ich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Thank you.
will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt noch mal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wo denkst du, dass du hingehst?
Was haben Sie dir angetan, Mia? Baut diesen Mist.